So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition Nuzlocke Challenge. Ich bin Cloud von Delivery IP und im letzten Part haben wir zusammen mit Deathrock die MSN gestürmt und uns den Zerschneider gekalt. So sieht unser Team zurzeit aus noch, denn wir müssen leider Donatello ablegen, da unser Team jetzt voll ist. Und ja, wir haben gesagt, dass wir, sobald das Team voll ist zum ersten Mal, wir den Starter ablegen werden. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich schnappe mir Donatello und pack's auf die Box 14, was unsere Box für die ausrangierten Pokémon ist. Wo auch schon unsere gute Hedwig weilt. Wir heilen noch einmal unsere Pokémon. Und dann geht es weiter mit unserem Let's Play. So. Gut, dann gehen wir jetzt in die Dicta-Höhle, denn ich möchte mir einen Dicta gerne fangen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich guck mal, welches Pokémon wir jetzt vorne haben eigentlich. Okay. Ich glaube, Emmy kann gut schwächen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Da haben wir unser Dicta. Weiblich Level 21. Vom Level her ein bisschen hoch schon. Aber wir haben leider keinen anderen. Ich versuche es mit dem Felsgrab zu schwächen. Aber erstmal kommt der Schaufler. Die Felsgrab geht daneben. Oh, das Felsgrab. Nicht sehr effektiv, die Hälfte Schaden. Wir können es auf jeden Fall noch ein wenig schwächen. Und das mache ich auch. Selbstverständlich. So, und jetzt sollte der perfekte Moment sein, um das Dicta zu fangen. Bevor er buddelt, es sich noch einmal ein. Wir werfen trotzdem den Pokéball und hoffen, dass es drin bleibt. 1, 2, 3 und Dicta gehört mir. Toll, Dicta wurde gefangen. Für Dicta wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Dicta, Maulwurf, Größe 0,2 Meter, Gewicht 0,8 Kilogramm. Es gräbt sich in geringer Tiefe durch den Erdboden. Dadurch hinterlässt es durchwühlte Erde und ist somit leicht zu finden. Und ja, wir müssen ihr einen Spitznamen geben. Ich habe allerdings noch keinen Namen, wie wir es nennen. Ja, das ist schwierig, bei einem weiblichen Dicta einen Namen zu finden. Ich nenne sie Olivia. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Namen komme. Aber besser ist gar kein Spitzname, oder? Oder ist auch schon das nächste Dicta, was wir nicht fangen können. Level 18 wäre cooler gewesen, vor allem weil es auch männlich ist, aber wir werden unsere gute Olivia schon lieb gewinnen. Aber der Karateschlag. Das war's mit Dicta. So, einmal der Karateschlag. Warum ich nicht flüchte, ist ganz einfach. Wegen der Fähigkeit von Dicta Ausweglos, die unsere Pokémon daran hindert zu flüchten, blöderweise. Aber ich habe mir was anderes einfallen lassen. Und zwar werde ich jetzt Captain Falcon nach vorne setzen. Denn das kann ja den Wirbelwind. Und ist gegen Bodenattacken immun, also. Pff, ist, glaube ich, die beste Lösung für das Ganze. Ich glaube durchaus, dass das was bringt, wenn nicht gerade ein Schaufler kommt und sich einbuddelt. Aber naja, was soll's. Da müssen wir eben noch ein AP für den Wirbelwind verschwenden. Jetzt kommt erstmal ein Schaufler, der keine Wirkung auf Captain Falcon hat. Und Dicta ist Geschichte, beziehungsweise verschwunden. Von der Bildfläche verschwunden. Sagen wir es mal so. Das klingt irgendwie netter als Geschichte. So, und Intensität 8. Ist eine Bodenattacke hoffentlich. Ja, ist das. Gut, dann Wirbelwind. Und das war's auch schon für Dicta. Es ist wieder weg. Und ja, wir geben uns jetzt quasi
zurück Richtung Route 2, glaube ich. Denn dort müssen wir noch mal, uns noch was holen. Und hier ist auch schon der Ausgang. Im Feldtunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ja, und genau das Pokémon werde ich jetzt, dafür werde ich jetzt sorgen. Aber vorher muss ich noch ein Pokémon den Zerschneider beibringen. Ich glaube, das habe ich noch nicht getan. Öffnen. Den Zerschneider. Kann nur Olivia lernen. Und, ja, für den Heuler. 1, 2 und schwupp. Olivia vergaß Heuler und Maschine bereit. Olivia erlernt Zerschneider. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir werden ihn auch direkt einsetzen. Den Zerschneider. Und zerhacken diesen Busch. Sobald eins dein Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in vielen in den Felstunnel wagen. Wie komme ich auf vielen? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05. Also Claude, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja, habe ich. Super, du hast 11 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Das hast du dir richtig verdient. Ich bin heute ein bisschen lesedumm, muss ich sagen. Mit der VM-Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Ja, und bevor wir das machen, gehen wir natürlich erstmal noch hier unten lang, denn wir finden hier noch ein Äther. Und hier finden wir noch ein Paraheiler. Und ich glaube, mehr finden wir auch nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay, was ich jetzt mal versuchen werde, ich hoffe, es funktioniert. Denn Olivia kann ja den Schaufler, den werden wir jetzt gleich mal hier nicht einsetzbar. Hm, schade. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er das ins nächste Pokémon hinterbringt, aber das war, glaube ich, Teleport. Da müssen wir doch nochmal durch den Diktatunnel. Aber das geht ja schnell. Und dann können wir uns direkt in die Arena begeben, direkt ins Geschehen, direkt zu Major Bob. Ich denke mal, wir werden dann direkt in die Arena gehen, sobald wir können. Sobald wir unser Training beendet haben. Wobei, trainieren müssen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben jetzt Level 21 in Dicta. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu stark wird. Unsere Level Cap ist Level 24. Die darf Dicta nicht überschreiten. Leider Gottes nicht. Warum besiege ich das jetzt eigentlich? Ja, egal. Kettenfeldke wird mir in der Arena sowieso nicht besonders viel bringen. Ich habe mir überlegt, ich werde nebenbei noch Chuck durchleaschen in der Arena. Einfach damit Dicta mir nicht davon levelt. Weil wir brauchen es auf jeden Fall gegen Major Bob. Und es wäre doof, wenn das passiert, auf jeden Fall. Wäre nicht ratsam. Denn Dicta ist unsere größte Chance, um gegen Major Bob irgendwas reißen zu können. Außer vielleicht Emmy. Die anderen sind, naja, Flug-Pokémon und Chuck. Und Dicta ist einfach gegen die Elektroattacken immun, also. Es wäre schon praktisch, wenn wir das gegen Major Bob benutzen können und es auch den Kampf entscheiden kann. Kann es bestimmt mit der Intensität und den Schaufler. Wobei ich glaube, den Schaufler werden wir da gar nicht brauchen. So. Wir gehen noch einmal ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Ja, deine Pokémon machen sie wieder fit. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment, mir noch gut. Ja, danke schön, Schwester Joy. Und die Pokémon sind wieder topfit. Ja, unser Team für Major Bob. Captain Falcon, Emmy, Bruce, Liz auf Level 7, Chuck auf Level 16 und Olivia. Und Olivia kommt jetzt direkt nicht nach vorne, denn ich wollte Chuck durchleechen. Aber vielleicht kann ich auch besser Liz durchleechen. Einmal entwickelt sich das einfach mal schnell. Wobei, nein, das mache ich. Oder habe ich noch einen Sonderbonbon? Dann könnte ich das. Wobei, das ist auch doof. Dann, wenn es zu viele Level kriegt.
dann überschreitet es ein Level und lernt nicht die Konfusion, die Smappo direkt lernt auf Level 10. Daher lasse ich das lieber. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchte, ja, möchte ich, ja. Ich muss es ja jetzt nicht immer vorlesen, oder Leute? So, und da sind wir in der Arena von Urania City bei Major Bob. Hey, warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Ja, und das Rätsel kennen wir natürlich alle. Hier ist nichts plus Abfall. Hier ist nichts plus Abfall. Hier ebenso nicht. Und hier ist ein Hebel versteckt. So, und der zweite Hebel, der muss irgendwo direkt daneben sein. Und das zweite Schloss wurde geriegelt. Das finde ich immer nervig, wenn das, wenn man vorher schon den einem angesprochen hat. Wir haben das Rätsel jetzt zum Glück erstaunlich schnell gelöst. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch... Ja, doch, ein paar Level kann Olivia durchaus machen. Level 22 kann wohl haben. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir alle Trainer besiegen müssen. Oder? Ich versuche, an die Trainer vorbeizukommen. Und da fängt er gut an. Das hier ist kein Spielplatz. Ja, ich habe es versucht, aber er hat sich genau dann umgedreht, als ich vorbeirennen wollte. Zwei Pokémon, ein Pikachu, Matrose Retro. Und wir schicken Schack in den Kampf. Schicken Schack, schicken Schack, schicken Schack. Das werde ich wohl im ganzen Let's Play machen. Solange wir Schack haben, auf jeden Fall. Und jetzt kommt Olivia, ihr erster Auftritt. Und die Donnerwelle wurde 1A pariert. Und hier kommt die Intensität von Olivia. Intensität 8. Das sollte mit Pikachu kurz einen Prozess machen. Ja, genau so ist es auch. Sehr schön. Ja, okay, das ist ein EP-Boost, den kann man verschmerzen. Ich glaube, dann kann ich auch tatsächlich gegen alle kämpfen hier. Das Blöde ist, Olivia ist natürlich recht langsam. Also denke ich mal, wir müssen trotzdem noch das eine oder andere Mal auf Emmy zurückgreifen, wenn wir Pech haben. Wow, du hast mich überrascht. Ja, kannst mal sehen. Okay, ich möchte jetzt auch ziemlich auf Nummer sicher gehen. Und, okay, ich muss auf jeden Fall Tränke kaufen, ne? Aber das kann ich ja am Ende von diesem Part machen noch. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Ja, das sagen sie alle letztendlich, sind sie aber alle dämlich. Mechaniker Alfred. Voltoball wird von Mechaniker Alfred in den Kampf geschickt. Ein Voltoball. Ha, wie witzig. Ein Pokéball mit Augen. Ja, wir wechseln direkt aus. Natürlich zu Olivia. Wobei ich glaube, Voltoball kann nicht wirklich Elektro tanken. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber hatte keine Wirkung auf unsere Olivia. Direkt wäre die Intensität. Intensität 7. Ich denke mal, das reicht für Voltoball. Ja, genau so sieht es auch aus. Perfekt. Und noch Magnetilos. Hat Magnetilo Schwebe? Nein, hat's nicht. Gut. Perfekt. Da war ich mir echt nicht sicher jetzt gerade mal. Und Mechaniker Alfred ist besiegt. Ein Kurzschluss. Tja. Gut, ich glaube, gegen den müssen wir tatsächlich, ja. Major Bob war mein Ausbilder. Aber Major Bob ist doch wesentlich jünger als du, oder? Gentleman Claudio mit Pikachu. Ein Pokémon, okay, das geht schnell. Wieder Schack nach vorne. Und direkt auswechseln. Denn ich glaube, mit Schack gegen Elektro-Pokémon ist keine so gute Idee. Vor allem, weil es ein Carpador ist. Außerdem einfach im Grunde schon. Ah, Doppelteam, ich hasse diese Attacke. Wobei, es ist der Fluchtwert, ne? Ja. Wobei, auch nicht gerade cool. Intensität Nummer 8. Gut. Olivia hat es geschafft. Auch der Gentleman wurde besiegt.
Und er sagt, stopp, du bist zu gut. So, wir werden noch Olivia einmal auffrischen. Mit unserem letzten Supertrank. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Aber ich glaube, ich beende mal besser den Part, bevor jetzt alles komplett gleich abstürzt. Ich sagte mal, bis zum nächsten Part, wenn wir uns Major Bob stellen. Bis dann, Leute. Ciao.